Hallo, liebe Camper, hier aus Dinkelsbühl. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die wahnsinnig vielen Abonnenten, die da täglich zu mir stoßen. Unheimlich interessant für mich, weil das ja auch für mich ein komplett neues Feld ist. Aber ich möchte auch heute wieder so ein kleines Video machen und euch mitnehmen auf die interessante Begegnung mit vielen schönen Umbauten, was wir hier machen dürfen. Hier haben wir ein Hobby stehen, Wohnwagen dieses Mal. Und der bekommt was richtig Schönes von uns. Habe letztens schon mal ein kleines Video gemacht von unserer Cinderella Verbrennungstoilette. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal den Wohnwagen kurz an, weil der ist nämlich wunderschön. Das sieht schon toll aus, gell? Unheimlich großzügig, also richtig schick, das Fahrzeug. Hier schaut es jetzt ein bisschen aus. Hier unten haben wir die ganze Truma-Geschichte drin, weil er einen XT-Mover drin hat von der Firma Truma. Hier haben wir dann auch noch zwei Lithium-Batterien verbaut und Victron-Ladegerät und alles Mögliche, was dazu gehört. Die ganzen Steuerungen, weil das Thema hier bei dem Wohnwagen ist nämlich auch die komplette Autarkie im Wohnwagen. Wir haben hier richtig viel Solarzellen verbaut, also das Dach ist komplett voll, wie gesagt, zwei Lithium-Batterien. Einen großen Wassertank, also er ist schon sehr, sehr autark. Und jetzt geht das Ganze natürlich noch weiter mit dem limitierenden Faktor Verbrennungstoilette. Weil Toilette ist halt immer limitierend, wenn man den Kanister ausleeren muss und der voll ist. Und darum haben wir jetzt hier schon mal angefangen. Wir laufen hier mal durch ins Badezimmer. So, ihr seht, keine Toilette mehr da. Die haben wir schon mal ausgebaut. Hier werden wir die Cinderella Verbrennungstoilette verbauen. Das heißt, der Ausschnitt ist schon gemacht. Das ist der Montagerahmen, der davor kommt. Dahinter ist dann nur eine kleine Einheit, wo die ganze Brennregulierung stattfindet. Und dann, wenn wir hier noch gucken, müssen wir seitlich am Fenster vorbei den Kamin rausführen. Hier nach oben durch den Schrank hier durch. Und dann natürlich oben aufs Dach. Und hier auf der rechten Seite kommt dann der Kamin raus, wird dann sauber verkleidet. Ich behalte natürlich dementsprechend die Form vor dem Schrank und alles bei. Wir verwenden auch hier unten die Originalblende, also das Originalverkleidungsbrett, wo da dran war bei der ersten Toilette, bei der Tedford. Wir bauen die bloß ein bisschen um, sodass wir unser Cinderella reinkriegen. Und ja, dann müssen wir noch unterm Fahrzeug die Gasanschlussdose legen. Und Strom ist ja vorhanden, brauchen wir ja nur 12 Volt. Dann funktioniert das Ding schon. Jetzt schauen wir mal kurz nach außen, da kann ich es euch auch noch mal kurz zeigen. Und dann ist das Fahrzeug natürlich wirklich komplett autark, weil mit der Toilette, da kann man natürlich dann schon richtig frei stehen und entsprechend dafür sorgen. Also hier haben wir mal das Innenleben vor dem Schrank, das haben wir gerade rausgebaut, damit wir Platz haben. Wenn wir jetzt hier hinter schauen, da sehen wir dann im Prinzip, genau, hier haben wir das Fach. Die Tür bleibt natürlich, klar, die können wir jetzt nicht rausbauen und zumachen, die lassen wir einfach so, wie sie ist. Und hier haben wir aber das Loch natürlich entsprechend und da verbauen wir dann unsere Cinderella-Toilette. Und da sind wir schon ganz froh, dass wir hier bei dem Wohnwagen so viel Platz haben. Die Gasleitung geht ungefähr von hier ab, genau, unterhalb vom Fahrzeug nach vorn. Ja, und dann wird nur ein bisschen schick gemacht, verkleidet und dann haben wir das auch schon wieder verbaut. Dann müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten machen an dem Fahrzeug. Das ist ein Kunde aus Berlin, der extra zu uns gefahren ist, um sich den Umbau machen zu lassen. Da sind wir auch echt stolz drauf. Und da freuen wir uns auch schon, wenn er wieder fertig ist, damit der Kunde sein tolles Fahrzeug hat.
und zurückkriegt. Wer es noch nicht gesehen hat, schwenke ich nochmal ganz vor. Dann nehme ich euch nochmal ganz mit, kurz mit zu unserer super Verbrennungstoilette. Hier haben wir sie, da steht sie. Cinderella, Verbrennungstoilette. Die Motion ist die, die zugelassen ist, eben für Fahrzeuge, sprich Wohnmobile und so weiter. Ist eine richtig schöne, saubere Geschichte. Ich kann die Toilette ohne Probleme 2 Wochen benutzen, ohne dass ich was entleeren muss. Und wenn die 2 Wochen rum sind, dann muss ich nur im Prinzip hier den Deckel hochheben. Und da unten ist so ein kleiner Brennkasten drin. Den entriegelt man und nimmt das raus. Das ist im Prinzip der Aschkasten und leert den dann aus. So einfach geht es. Und dann, wenn er leer ist, da ist dann ungefähr nach 2 Wochen von 2 Personen eine Handvoll Asche drin. Zack, klipst mir wieder ein und schon ist es fertig. Und mehr Arbeit ist es gar nicht. Da ist dann ungefähr für eine Handvoll Asche drin. Die kippe ich dann in die Mülltüte oder aufs Feld. Ja, und dann geht es schon wieder los. Dann klappt mir das einfach wieder ganz bequem. Runter. Und schon kann man die Toilette wieder vollwertig nutzen. Relativ simpel. Hat auch nur einen Knopf. Den Spülknopf. Das Einzige, was man natürlich beachten muss, man muss immer so eine Papierfiltertüte einlegen, damit, wie wir es hier jetzt gerade schon gesehen haben, damit einfach das darunterliegende Edelstahl schön sauber bleibt und nicht verschmutzt. Darum legen wir die Tüte rein und los geht's. Man kann auch mehrmals hintereinander auf die Toilette gehen, das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht so, dass man nur einmal drauf geht und dann verbrennt die und kann dann immer drauf gehen. Nein, man kann mehrmals hintereinander gehen. Auch kann man natürlich während der Fahrt den Verbrennungsvorgang stattfinden lassen. Wenn man eine Duo-Control oder Mono-Control mit Crash-Sensor hat, ist das auch überhaupt kein Problem. Und ja, dann ist man natürlich noch eine ganze Ecke autarker. Jo, in dem Sinn bedanke ich mich erst einmal und war jetzt mal ein kurzes Video. In Kürze folgt auch wieder Neues über das Wasserthema, weil auch da geht es in die Autarkie nur eine ganze Ecke zu sagen und wo es auch noch viel weiter geht, wo man schon wieder ganz neue Sektoren angreifen, dass man mehr Wasser an Bord hat, beziehungsweise sein Brauchwasser wieder recyceln kann und wieder zu warmem Trinkwasser machen kann. Und das mit einer relativ kleinen, überschaubaren Filteranlage, wo wir dann einbauen. Und da freuen wir uns auch schon drauf, dass wir das hier in unserem Shop anbieten dürfen und in unserer Werkstatt verbauen können. Jedenfalls nochmals vielen Dank für die tollen Abonnenten und wenn ihr weiterhin neue Videos von mir sehen wollt, dann ruhig auf Abonnieren klicken und auf die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Ich würde mich unheimlich freuen, euch immer wieder mitzunehmen auf die neuen Umbauten und interessanten Werkstattfilmchen, was wir hier so machen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.